Hallo Internet, wir sind heute am Münchner Flughafen. Hier wurde Ende April das erste Midfield Terminal auf einem deutschen Flughafen eröffnet. Dieses Terminal ergänzt das bestehende Terminal 2 der Lufthansa. Natürlich muss ein solches neues Terminal mit Mobilfunk versorgt werden. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns heute an. Das Midfield Terminal, auch Satellitenterminal genannt, hinter mir zu sehen, ist eins der modernsten Abfertigungsgebäude der Welt. 11 Millionen Passagiere sollen hier pro Jahr durchgeschleust werden. Und damit entspricht das Satellitenterminal der Gesamtkapazität des Köln-Bonner Flughafens. Der Satellit ist mit dem Terminal 2 durch eine U-Bahn verbunden. Das heißt, die Gäste steigen hier in München, die ihre Flugreise beginnen, am Terminal 2 ein, checken dort ein und steigen dann in die U-Bahn. Und etwa 400 Meter ist der Tunnel lang und eine Minute dauert die Fahrt. Frank, du hast das Mobilfunknetz hier für das Satellitenterminal geplant. 2012 waren hier der Beginn der Bauarbeiten. Wann hast du das erste Mal von dem Projekt erfahren? 2011 haben wir die ersten Informationen von der Flughafengesellschaft bekommen, dass dieses Satellitenterminal genehmigt wurde zu bauen. Und mit der Aufnahme der Planungs- und Bauphase ab 2012 waren wir eigentlich ständig involviert, unsere Planungen mit einzutakten, um jetzt fristgerecht und rechtzeitig unser Mobilfunksystem natürlich nach dem neuesten Standard Technik für 2016 fertig zu planen und auch zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Die größte Herausforderung ist natürlich neben dem zeitlichen Ablauf, dass man das alles termingerecht schafft, auch natürlich ein System zu planen, was 4 Jahre später dem neuesten Standard Technik entspricht. Also viele Sachen mussten wir im Vorgriff überlegen, was wir bauen und planen, weil anschließend natürlich ein Eingriff in die Bausubstanz ja nicht ohne weiteres mehr möglich war. Frank, wir sind jetzt im zentralen Betriebsraum. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir den größer vorgestellt. Ja, mittlerweile ist es so, dass wir Techniken haben, die kleiner, kompakter, leistungsfähiger sind. Und mit dieser Technik benötigen wir nicht mehr solche großen Betriebsräume. Und es hat auch die Möglichkeit, dass wir da in der Zukunft weitere Technik nachrüsten können. Aktuelles Beispiel, mit dem wir jetzt unsere Technik anbinden, ist eine hochwertige Glasfaserverbindung von der Deutschen Telekom. Die sind skalierbar, alle Techniken sind angeschlossen. Und mit der sind wir schon im Gigabit-Zeitalter angekommen, sodass wir dann auch später breitbandige Mobilfunklösungen in noch höherer Kapazität anbieten können. Hier siehst du eigentlich die gesamte UMTS- und LTE-Technik, die wir jetzt hier im Terminal haben. Sehr kompakt, sehr eng. Alle gängigen Frequenzen, die wir anbieten, mit hoher Kapazität, dass wir da auch Datenraten bis 300 Megabit anbieten können. Und da ist hier nicht nur die Inhouse-Technik, die jetzt für die Versorgung dieses Satellitenterminals ist. Auch hier ist die Technik dafür da, die Station auf dem Dach, zu der wir uns noch anschauen werden, diesen sogenannten Makrostandard versorgt. Und dieses wird abgesetzt über Glasfaserverbindungen aufs Dach gemacht, sodass wir alles kompakt zentral in diesem Betriebsraum haben und entsprechend skalierbar breitbandige Mobilfunkdienste anbieten können. Und der große Kasten hier daneben? Ja, das ist noch, ich will nicht sagen ein Relikt aus der alten Welt, aber GSM ist die Technologie, die am weitest verbreitet ist. Und gerade am Flughafen, wo sehr viele Fluggäste aus aller Herren Länder kommen, die auch noch verschiedenste Endgeräte dabei haben, dass sie natürlich dann auch ihre Geräte, die sie zu Hause gewöhnt sind, benutzen können. Das ist die Master Unit, das ist das Herzstück der Inhouse-Versorgung. Die Master Unit, die dazu da, sämtliche Mobilfunksignale von uns und auch von den anderen Netzbetreibern zu mischen, auf ein optisches System umzusetzen und per Glasfaser im gesamten Gebäude zu verteilen. Am Ende jeder einzelnen Glasfaser befindet sich eine sogenannte Remote Unit, das heißt, es ist ein Verstärker. Dieser Verstärker wandelt die Signale aus dem optischen Bereich wieder in die Hochfrequenz um und bietet das gesamte Spektrum, was die Basisstationen anbieten, an Breitbandsignalen, am kurzen Wege zu den Antennen, die sich in unmittelbarer Nähe zu dieser Remote Unit befinden. Das Schöne an dieser Anlage ist, nicht nur, dass mir das viele dicke Koaxialkabel erspart, ist es auch möglich, weitere Teile zu bauen, modular zu erweitern und auch zusätzliche Kapazität langfristig zu sichern und in das Gebäude zu bringen. Du bist Bauleiter und unter anderem dafür verantwortlich, dass hier der Stahl aufs Dach kommt. Wie oft warst du denn auf der Baustelle hier? Markus, ich war die letzten 3 Jahre ungefähr monatlich mehrfach heraus, eigentlich mindestens einmal die Woche.
Das benötigt so eine aufwendige Baustelle auf jeden Fall, dass man da vor Ort ist. Es gibt sehr viel abzuklären. Jetzt bist du ja auch für andere Großprojekte verantwortlich. Unter anderem machst du Allianz Arena, Bauma. Was war so die Besonderheit an dieser Baustelle? Die große Herausforderung war hier einmal die Vorgaben der Architekten von der Planung her. Und ganz großes Problem sind die Sicherheitsmaßnahmen, weil hier am Flughafen der Flugbetrieb weitergeht und im Sicherheitsbereich die Baustelle oder besser gesagt das Terminal entstanden ist. Zum Schluss wurde das auch zum Sicherheitsbereich erklärt. Das heißt, wir haben extreme Mehraufwände, um Material und Personal hier einzubringen. Das hinter uns ist ein Makrostandort, das heißt, der dient nicht der Versorgung des Gebäudes, sondern wofür ist der da? Die Makrozellen hier am Flughafen sind zur Versorgung fürs Vorfeld notwendig. Am Vorfeld selber wird es genutzt von den Bodendiensten, von den Airlines, vom Sicherheitsdienst, alles was ringsherum hier am Flughafen mit abgewickelt wird. Und wie viele solcher Makrostandorte gibt es am Flughafen? Da am Flughafen München haben wir jetzt mit dem Standort 8 Makrostandorte. Das heißt, dieser Standort wurde praktisch in die bestehenden 7 ins Netz mit integriert. Planerischer Aufwand, das heißt, wenn wir diesen Standort bauen, müssen teilweise andere angepasst werden. So, und weil die Kollegen hier so fleißig und vorausschauend geplant und gebaut haben, habe ich hier oben auch einen anständigen Speed. Ich mache mal einen Speed-Test. Wir hatten eben gerade schon mal 175. Gucken, was wir jetzt erreichen. Eine Sache liebe ich am Wartebereich der Lufthansa ganz besonders. Das ist die Möglichkeit, Strom und USB-Anschluss zu benutzen. Weil was kann schlimmer sein, als auf Reisen zu sein und es geht einem der Saft aus. So, jetzt haben wir gesehen, für Mobilfunk ist auf dem neuen Satellitenterminal des Münchner Flughafens bestens gesorgt. Herzstück dieses neuen Terminals ist übrigens der Marktplatz, auf dem wir uns hier befinden. Er ist so ein bisschen dem Viktualienmarkt nachempfunden, aber man findet hier auch ein paar Geschäfte, wie beispielsweise den Schuhbeck, den man aus der Innenstadt kennt. Das heißt, die Reisenden aus aller Welt können hier ein kleines Stückchen München genießen.